Und ich fahre jetzt zum Obstgut Wünsch. Das ist in Heidesheim, fast am Damm von Heidenpfad. Und der hat eine ganz besondere Maschine. Die will ich mir betrachten. Und was da alles gemacht wird, kann ich selbst noch gar nicht so genau sagen. Ich habe daraus gesagt, ich besuche eine Maschine, aber nicht was für. Also was wird hier gemacht? Also wir haben jetzt hier eine Kartoffelschälmaschine und eine Anlage, die im Prinzip die Kartoffeln, so wie sie geerntet ist, kommen in die Maschine rein, werden geschält und gewaschen und kommen dann geschält raus und werden dann dementsprechend sortiert bzw. geschnitten, so wie es der Kunde will. Kann man sich das jetzt mal näher betrachten? Ja, gehen Sie nur oben drauf und dann schalten wir die Maschine mal ein. Im Prinzip so wie sie aus dem Acker kommen, kommen sie rein. Sieht jetzt ähnlich aus wie eine Kälte. Ja, aber. Oder kommt halt nicht der Saft raus, sondern halt der Abfall im Prinzip. Also die Schäle schützt das dreckige Wasser halt. Wie geerntet kommen die Kartoffeln aus dem 3 Grad kaltem Kühlhaus in 300 Kilo Containern in die Maschine. Über ein Förderband erreichen die Knollen die Förderschnecke. Die optimale Temperatur zum Schälen liegt bei 10 bis 12 Grad. Unter großem Lärm werden die Kartoffeln gesäubert und geschält. Der eigentliche Vorgang bleibt verborgen, um die Kamera nicht der Nässe auszusetzen. Mitarbeiterinnen kontrollieren die geschälte Ware auf Schäden. Per Hand werden diese herausgeschnitten. Das sind jetzt reine Quellkartoffeln. Genau. Es gibt aber auch Leute, die wollen ja große haben. Und jetzt heute macht ihr nur kleine jetzt. Oder genau, ja. Wir haben jetzt Kunden, die wollen halt jetzt für morgen, also das ist jetzt für morgen, früh zur Auslieferung, die wollen halt nur kleine haben. Mhm. Zusätzlich können sie auch in Scheiben, Würfeln oder als Pommes frites hergestellt werden. Anschließend geht es zur Verpackung und zum Vakuumieren. Mal gucken, da habe ich jetzt auch meine Rösti gemacht für einen Kunden. Yeah. Mit dieser Maschine entsteht die Masse für Röstis oder Reibekuchen. In aller Regel reicht Benedikts Kartoffelvorrat bis zur neuen Ernte. Herzlichen Dank, dass wir alles gesehen haben. Sehr gerne.